Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach. Das Homeoffice ist ja für uns alle schon so nach und nach zur Normalität geworden. Man hat sich auch anfangs noch sehr darüber gefreut, dass man ab sofort auch von zu Hause arbeiten kann. Aber mit der Zeit haben sich immer mehr die negativen Seiten aufgezeigt, von sozialer Isolation, immer weniger Bewegung und dadurch auch das eine oder andere Kilo mehr auf der Hüfte. Und genau darauf will ich in diesem Video jetzt eingehen. Und dir natürlich auch zeigen, was du dagegen tun kannst. Ja, das Homeoffice hat sich ja mit der Zeit immer mehr jetzt etabliert und ist jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Und wie ich auch schon von vielen gehört habe, mit denen ich geredet habe, ist es ein Dauerzustand, der auch wahrscheinlich auf längere Zeit so bleibt. Und so hat sich natürlich nach und nach das Homeoffice den Weg in unseren Alltag gebannt und war natürlich auch für viele unausweichlich. Anfangs hat man sich natürlich gefreut und denkt sich, cool, man kann von zu Hause aus arbeiten. Man fällt sozusagen aus dem Bett direkt an den Schreibtisch, kann da arbeiten und hat noch sehr viele andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass du auch über den Tag viel mehr Zeit hast, weil natürlich der Arbeitsweg für dich wegfällt. Du musst dich also frühmorgens nicht fertig machen. Du musst nicht vor die Tür, auch wenn es regnet, dich vielleicht in die volle U-Bahn setzen, in die Straßenbahn oder auch dich in den Straßenverkehr bewegen, wo es natürlich ganz viel Stress gibt oder als Fahrradfahrer immer Angst hat, dass man irgendwo umgefahren wird. Also das hat definitiv schon viele Vorteile. Ein weiterer Vorteil für dich natürlich im Homeoffice ist es, dass du dir die Arbeit ja irgendwo auch ein Stück weit selbst einteilen kannst und du auch weniger abgelenkt wirst. Das heißt, du hast mehr den Fokus auf deine Arbeit. Die Kollegen kommen nicht einfach mal so schnell ins Büro reingeschneit und versuchen mit dir einen kleinen Schnack zu halten, sondern du kannst dir halt direkt auch Sachen zurechtlegen, Fokus drauflegen und ganz konsequent daran arbeiten. Aber schnell merkst du natürlich auch die Nachteile. Wie zum Beispiel, dass es dir immer schwerer fällt, eine Struktur in den Alltag reinzubringen, dass du dich immer weniger bewegst, weil natürlich dein Hauptmittelpunkt nur noch in der Wohnung stattfindet. Also deine Arbeit ist nur noch in der Wohnung, deine Freizeit nur noch in der Wohnung und du hast ja kaum noch einen Grund, irgendwie rauszugehen. Aber der Arbeitsstress ist für dich irgendwie immer noch der gleiche, weil klar, die Arbeit muss gemacht werden. Und das Tückische dabei ist, dieser Arbeitsstress in Verbindung, dass der Kühlschrank immer sehr nah bei dir ist. Also Essen ist immer wieder verfügbar. Und du kennst es ja sicherlich auch aus dem normalen Büroalltag. Da ist es dann meistens die Schublade oder halt die Schüssel, wo man dann schnell mal zugreift. Und da ist natürlich jetzt zu Hause das Repertoire in der Küche viel, viel größer. Und der Weg natürlich auch noch viel, viel kürzer von deinem provisorischen Arbeitsplatz hin zum Kühlschrank. Und dann merkst du auch mit der Zeit, wenn du im Homeoffice bist, dass so ein bisschen die Motivation nachlässt, weil es jeden Tag der gleiche Trott ist. Du kriegst nicht mehr so viel Reize wie vorher, hast auch nicht mehr so viel Austausch. Und du merkst auch, dass es nicht mehr so richtig Grenzen gibt zwischen Arbeit und Freizeit. Weil im schlimmsten Fall musst du auch noch da arbeiten, wo du dann abends versuchst, für dich abzuschalten. Und das ist extrem schwer, das Ganze auseinanderzuhalten. Und so kommt es auch mal vor, dass man dann abends um 20 Uhr immer noch am Laptop sitzt und arbeitet. Also Überstunden sind da absolut keine Seltenheit, wenn du im Homeoffice arbeitest, weil die Grenzen überhaupt nicht mehr da sind. Weil vorher war es für dich so Freizeit, du bist zur Arbeit gefahren, du hast gearbeitet und als du Feierabend hattest, hattest du für dich diese Zwischenlücke des Heimweges und wusstest, okay, jetzt ist Freizeit. Das hast du jetzt gar nicht mehr und deswegen ist es extrem schwer, das irgendwo auseinanderzuhalten. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass du viel, viel weniger soziale Kontakte hast. Ob es mit deinen Kollegen ist, mit deinen Vorgesetzten oder auch mit Kunden, die vorbeikommen. Und da ist es natürlich ganz obligatorisch, dass man dann mal so kurz zwischen Tür und Angel einen kleinen Schnack hält oder sich einfach mal austauscht, sich einfach mal sieht. Und so sieht man sich ja meistens nur noch über irgendwelche Zoom-Calls. Und das führt nach und nach natürlich dazu, dass man immer mehr isoliert wird. Das kann auch zu Depressionen führen. Man fühlt sich immer niedergeschlagen, man hat immer weniger Motivation. Und das kann auch schlimmstenfalls dann auch zu Angststörungen führen. Und diese Kombination aus kaum Bewegung, die Küche ist immer in der Nähe, eine fehlende Struktur für den Alltag, kaum noch Motivation und dann wahrscheinlich auch noch so diese Niedergeschlagenheit, diese wenigen Kontakte, dieses immer wieder gleiche Ablaufen von Tag zu Tag,
kann halt auch wirklich dazu führen, dass du Übergewicht bekommst. Denn sobald du dich irgendwo schlecht fühlst, du kriegst weniger Bewegung, hast negative Gedanken, hast vielleicht auch Ängste und Zweifel, dann kommt es immer wieder vor, dass man natürlich durch das Essen eher mal diese negativen Emotionen und auch diese Gefühle versucht zu kompensieren, um sich einfach kurzzeitig wieder besser zu fühlen. Es ist sogar auch nachgewiesen, dass Depressionen und Angst dazu führen, dass man viel mehr Kohlenhydrate isst. Ist auch gar kein Wunder, weil in Kohlenhydrate ist natürlich auch Zucker drin und Zucker regt bei uns immer wieder das Belohnungssystem an, damit wir uns kurzzeitig gut fühlen. Und genau das ist ja der Hintergrund, warum man dann, gerade wenn man sich schlecht fühlt, immer mehr auch zu zuckerhaltigen Sachen greift, um sich dann einfach wieder besser zu fühlen. Und wenn man es natürlich einfach mal so rein von der Funktion von Kohlenhydraten betrachtet, ist es ein reiner Energiegeber. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal kombinieren, über den Tag bewegst du dich wenig, also wirklich denn halt deinen Radius ist, vielleicht vom Bett ins Bad, denn vielleicht an den Schreibtisch oder halt an den Wohnzimmer, Küchentisch, was auch immer, in die Küche. Je nachdem, wie groß natürlich deine Wohnung ist, kommt da nicht allzu viel Bewegung zusammen. In Verbindung, dass wir auch viel mehr Kohlenhydrate essen, naja, kommt es halt dazu, dass wir auch einen Überschuss haben an Kalorien, die wir natürlich nicht verbrennen können. Und dann lagern die sich natürlich als Fett bei uns an. Und so ist es gar nicht mal unüblich, dass man im Homeoffice ein paar Kilo zu viel drauf hat. Weil was noch dazu kommt und was man oft nicht so richtig im Bewusstsein hat, meistens isst man ja oder hat seine Essgewohnheiten genauso wie sonst, wenn man noch ins Büro gefahren ist. Und weil da ist es ja ganz normal, dass du natürlich viel mehr Bewegung hast, wenn du einen ganz normalen Büroalltag bei dir auf Arbeit hast. Also du hast deinen Arbeitsweg hin, im besten Fall vielleicht mit dem Fahrrad, da hast du schon viel Bewegung. Dann hast du die Bewegung noch bei dir auf Arbeit zum Drucker zu laufen, in die Kantine zu gehen oder zu anderen Kollegen zu gehen oder den einen oder anderen Botengang zu machen. Also da bist du im Alltag viel, viel aktiver als jetzt zu Hause. Ein anderer Punkt, der sehr oft dazukommt und den du sicherlich auch kennst, ist, dass immer mehr so Rückenbeschwerden kommen. Also gerade so im unteren Rücken, dann kommt noch der Nacken dazu, die Schulter tut weh, Kopfschmerzen, die Augen brennen auch noch. Und das kommt auch dadurch, dass halt du kaum noch richtig abwechslungsreiche Bewegungen hast und natürlich auch dein Arbeitsplatz, den man sich dann meistens eingerichtet hat, nicht gerade ergonomisch ist, sondern eher... Ja, man hat versucht, das Beste irgendwie zusammenzukriegen und natürlich kann man auch nicht erwarten, dass der Arbeitgeber jedem zu Hause jetzt einen ergonomischen Arbeitsplatz einrichtet. Da liegst du natürlich selbst bei dir in der Verantwortung. Aber das spielt dann natürlich mit rein, dass natürlich durch das überwiegende Sitzen, die wenige Bewegung, halt die Rückenbeschwerden und die Schmerzen generell viel, viel höher werden. Und da gibt es auch einige Studien zu. Eine ist zum Beispiel die Studie Emma. Die zeige ich dir gleich noch im Nachhinein. Und zwar laut einer anderen Studie wurden die Leute im Homeoffice befragt und es kam heraus, dass 71% sich viel weniger bewegen als vorher. 44% sagen sogar, dass sie sich deutlich weniger bewegen, als wenn sie normal zur Arbeit fahren. Und die Folge ist einfach, dass ein Drittel hat mindestens 3 Kilo zugenommen und 32% klagen über Rückenschmerzen. Und auch das Risiko für chronische Erkrankungen steigt dadurch immer mehr. Und hier kommt natürlich die Studie Emma dazu. Das blende ich dir jetzt gerade einmal ein. Das ist eine Studie von der Firma Fellows. Und da kannst du das gerade einfach mal kurz anschauen. Thank you.
Ja, ich denke mal, das ist schon besorgniserregend, gerade wenn man so sich diese Studie anguckt oder dieses Modell, was es einfach auch visuell macht, wie man wirklich aussehen kann, wenn man halt beruflich viel sitzt und wenn man auch selbst nicht die Verantwortung für die Gesundheit übernimmt, halt einen Ausgleich für sich schafft, dann sagt die Studie auch, dass man wirklich so nach über 20 Jahren aussehen kann. Und die WHO selbst empfiehlt ja auch, bis zu 150 Minuten körperliche Aktivität in einer Woche für sich auch einzubauen. Also da sprechen wir fast von knapp 3 Stunden, die man da für sich einbauen kann. Und das ist halt einfach aufgeteilt auf 3 Trainingseinheiten in der Woche. Das ist, denke ich mal, mehr als machbar. Aber warum kann ich jetzt so genau darüber so berichten? Ich habe selber mal 10 Jahre im Büro gearbeitet bei einer Krankenkasse und war da natürlich einerseits selbst in der Situation, beruflich sehr viel zu sitzen. Andererseits hatte ich auch Kollegen, die genau das Gleiche mit mir geteilt haben. Und das Typische, was da immer wieder passiert ist, ist ein gewisses Übergewicht durch viel Stress, wenig Bewegung, denn auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und im schlimmsten Fall kam auch schon Bandscheibenvorfälle vor, wie zum Beispiel eine Halswirbelsäule oder auch im Lendenwirbelsäulenbereich. Das ist dann einfach den Preis, den man meistens bezahlt, wenn man für das Sitzen keinen richtigen Ausgleich schafft. Und ich selber habe auch meine komplette Selbstständigkeit von zu Hause aus aufgebaut. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wie es Leuten halt auch im Homeoffice geht, weil ich natürlich auch alles von zu Hause auf aufgebaut habe und alles in meinen eigenen 4 Wänden stattgefunden hat. Das bedeutet mein Privatleben, meine Freizeit, meine Arbeit und auch mein eigenes Training. Also gab es ja für mich auch kaum noch einen Grund, irgendwie das Haus zu verlassen, weil mein ganzer Lebensmittelpunkt in einer Wohnung stattgefunden hat. Und da sind die Herausforderungen natürlich riesengroß und waren bei mir genau die gleichen. Also dass ich auch für mich anfangs ja keine richtige Struktur hatte, wie ich für mich etwas organisiere. Oder auch eine fehlende Motivation, dass man halt so irgendwie in den Tag hineingeht. Oder dass man halt auch schnell mal in die Küche geht und das eine oder andere isst, wenn man sich gerade mal nicht so gut fühlt, wenn man so gerade in Gedanken ist, ein paar Ängste hat, Zweifel, was auch immer, dann geht man bloß ein paar Schritte, man ist in der Küche und kann sich da komplett bedienen. Das war noch genau meine Herausforderung am Anfang. Und ich spreche natürlich auch mit sehr, sehr vielen Leuten, die genau in dieser Situation natürlich sind. Ich denke mal, gerade wenn du das Video jetzt anguckst, bist du auch von Homeoffice betroffen. Und da rede ich teilweise mit Leuten, die vorher, vor der Homeoffice-Zeit, sehr sportlich aktiv waren. Die haben wirklich fast jeden Tag Sport gemacht. Und die sind jetzt dazu gekommen, dass sie halt kaum noch eine Struktur haben. Die haben absolut keine Motivation mehr, sind den ganzen Tag in der Jogginghose unterwegs. Und das alles mit den Gedanken, na, ich muss halt nicht vor die Tür, wozu soll ich mich jetzt überhaupt schicken machen oder mich so fertig machen, als wenn ich selbst auf Arbeit gehe, macht ja alles keinen Sinn. Und man versagt ja so ein bisschen in sich selbst und seinen eigenen 4 Wänden. Und das ist so eine riesengroße Herausforderung, die man sich da im Homeoffice immer wieder stellt. Und ich selber habe natürlich auch jetzt in der ganzen Zeit, wo das Homeoffice immer präsenter wurde, viele Leute betreut, die auch im Homeoffice arbeiten und genau die gleichen Probleme haben, die ich gerade geschildert habe. Denn irgendwie muss man es ja auch schaffen, aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen zu können. Und wir haben es halt auch geschafft, dass trotz Homeoffice viele Leute dann auch nachhaltig abnehmen konnten. Sie hatten auf einmal auch viel mehr Energie wieder im Alltag, haben für sich eine Struktur aufgebaut, wie sie sich den Tag strukturieren, um produktiv zu sein, nicht zu viel zu prokrastinieren, konnten dadurch natürlich auch viel besser schlafen und hatten auch im Nachhinein keine Rückenschmerzen oder auch Nackenschmerzen mehr, weil wir einfach da einen sehr guten Ausgleich gefunden haben, eine Struktur aufgebaut haben, sodass sie für sich produktiv sind, sich wohlfühlen im eigenen Körper und halt wirklich diese Nachteile, die das Homeoffice hat, komplett ausgleichen konnten. Und natürlich möchte ich dir auch hier in diesem Video ein paar Tipps mitgeben, die du sofort für dich umsetzen kannst und die ich natürlich auch bei meinen eigenen Kunden angewendet habe und ihnen auch geholfen hat. Der erste Punkt ist, dass du dir erstmal eine Struktur schaffst mit zum Beispiel einem Kalender. Ich habe es selber so gemacht, dass ich den Google-Kalender nutze, ohne Werbung zu machen, und mir da eigene Fokusblöcke gebaut habe. Also ich habe mir da angeschaut, okay, was sind meine To-Dos, was ist sozusagen der Hauptfaktor meiner Arbeit, und habe das alles dann über den Tag in Fokusblöcken aufgebaut und so auch meinen Tag strukturiert. Genau das gleiche habe ich auch für meine Ernährung getan.
Das heißt, ich habe für mich dann entschieden, okay, ich esse noch zweimal am Tag, dass ich das Frühstück für mich ausfallen lasse. Das ist nur eine Variante, die bei mir funktioniert hat. Du kannst natürlich auch dreimal am Tag essen. Und für mich habe ich feste Strukturen geschaffen, dass ich gesagt habe, okay, mittags nehme ich mein Frühstück zu mir und abends gibt es dann halt noch das Abendbrot. So komme ich ganz genau auf die Kalorien und die Energie, die ich auch über den Tag verbrauche. Also ich nehme weder zu noch ab. Passt also super. Und genauso auch bei meinem Training, dass ich geguckt habe, okay, wie viel Training kann ich in meiner Woche einbauen? Habe das so für mich strukturiert, dass ich dreimal die Woche trainiere. Einmal montags, mittwochs und freitags. Meistens dann zu den Frühmorgensstunden, dass ich danach dann duschen gehe, mein Frühstück mache und dann setze ich mich dann ran an die Arbeit. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich da selbst eine Struktur aufbaut. Nächster Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir bewusst Pausen einbaust. Also da gibt es eine ganz gute Herangehensweise und zwar 50 Minuten fokussiertes Arbeiten und 10 Minuten Pause, wo du alles andere machen kannst. So kannst du für dich natürlich auch schauen, dass du dir immer wieder an diese Fokusblöcke, also da, wo du deine To-Dos machst, 50 Minuten wirklich fokussiert arbeitest, das Handy zur Seite legst und dann nach 50 Minuten klingelt meinetwegen ein Wecker. Dann hast du 10 Minuten, wo du für dich einfach ein paar Sachen machen kannst, mal kurz entspannen, die Augen zu machen oder einfach mal bewusst rausgehst, einen kleinen Spaziergang machst, Luft schnappen. So kriegst du auch gleich wieder viel mehr Bewegung in deinen Alltag. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Und ein Tipp, den ich dir auch noch mitgeben kann, versuch nicht den ganzen Tag in der Jogginghose zu bleiben, sondern zieh dich auch bewusst um. Ja, ich mache das dann auch für mich, dass ich frühmorgens aufstehe und sobald ich dann anfange zu arbeiten, ziehe ich auch für mich meine Arbeitskleidung an. Die siehst du hier zum Beispiel, wo ich halt weiß, okay, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt ziehe ich mich auch dementsprechend an und dann ist das in Ordnung. Hier darfst du natürlich für dich selbst ein bisschen differenzieren. Also du musst jetzt nicht zu Hause da sitzen mit komplett Anzug, mit Krawatte oder halt mit einem Business-Kleid und halt dann auch die passenden Schuhe dazu. Musst du jetzt nicht machen, aber einfach so, dass du für dich weißt, okay, ich bin jetzt selbst im Arbeitsmodus und so fühlst du dich dann auch selber und kannst es für dich auch mental irgendwo abgrenzen. Und im besten Fall, wenn es für dich räumlich natürlich möglich ist, auch für dich die Arbeit von der Freizeit räumlich zu trennen. Ich habe das selber für mich auch gemacht, dass ich einen Raum habe, wo nur Büro ist, wo ich reingehe und wirklich arbeite und alles andere Freizeit findet außerhalb dieses Büros statt. Und auch hier habe ich sozusagen in dem Büro dann meinen Trainingsbereich, wo ich weiß, okay, das ist mein produktiver Raum. Wenn ich hier reingehe, dann arbeite ich. Wenn ich den Raum verlasse, ist für mich Freizeit. Das hilft mir extrem, da irgendwo für mich auch eine mentale und räumliche Abgrenzung zu schaffen und auch so viel produktiver zu sein. Und ich hoffe, dir haben natürlich jetzt diese Tipps geholfen. Setz sie für dich um. Und wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du das gerne einmal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du für dich auch wieder eine gewisse Struktur wünschst und gemerkt hast, Mensch, durch die Homeoffice-Zeit habe ich das eine oder andere Kilo zugenommen, ich habe irgendwo Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, kann mich nicht so richtig motivieren, etwas für mich zu tun, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Dafür kannst du einmal unten auf den Link klicken in der Beschreibung, da kommst du zu meiner Webseite, kannst dich gerne einfach mal eintragen für ein 1:1-Gespräch und dann schaue ich mir gerne mal deine aktuelle Homeoffice-Situation an. Ich gebe dir ein paar Impulse mit, was du jetzt aktuell tun kannst, um wieder mehr ins Handeln zu kommen, damit du da aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen kannst. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut!